Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Ich bin die Miri und Geralt muss ein bisschen Zeit totschlagen. Bis kurz vor Mitternacht, dann wollen wir uns mit Maverick am Strand treffen. Wegen der drei Schwestern. Hier ist eine Grotte, die wollte ich mal genauer untersuchen. Aber jetzt ist mir gerade eingefallen, dass ich eigentlich mehr so die Quest hier markieren sollte. Ja, so, Grotte, was ist hier hinter der Tür? Ist verschlossen. Das heißt, ich kann das hier gar nicht genauer untersuchen. Ja, Mist, ne? Das ist ja doof. Hm, es sieht halt so ein bisschen elfisch aus, ne? Oder zwergisch. Also auf jeden Fall nach Anderlingen. Da wäre jetzt die Frage, wissen die Anderlinge in Vergen von dieser Grotte? Und wenn ja, gibt es noch einen zweiten Eingang auf deren Seite, durch den sie uns angreifen könnten? Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall ein Problem. Wir müssen nämlich jetzt warten. Und das Problem ist, wir müssen uns kurz vor Mitternacht mit ihm treffen. Das heißt nicht um Mitternacht. Was machen wir denn bis dahin? Jetzt gucken wir erstmal, wie viel Uhr überhaupt ist. Beziehungsweise ich würde mal gerne ein bisschen Alchemie machen. Vielleicht nochmal ein paar Schwalbetränke herstellen. Hier. Y. Mache ich mal gleich so 10 Stück. Wolf könnte ich mir auch gut vorstellen. Der hat nämlich auch keine Nebeneffekte. Machen wir mal so 4 Stück von. So. Zeit abwarten. Ja, wir haben es kurz vor der Abenddämmerung. Ich kann halt blöderweise nicht Stunde für Stunde meditieren, sondern immer nur so springen. Ich würde jetzt mal bis zur Abenddämmerung meditieren, dass wir wenigstens ein bisschen zeitlos sind. Und uns dann langsam, ganz langsam Richtung Hütte begeben. Wahrscheinlich muss ich uns einfach ein bisschen abwarten. Ist jetzt halt echt blöd. Also, da muss ich echt sagen, das war in The Witcher 1 wirklich besser. Da konnte man auch einfach mal nur eine Stunde meditieren. Ich meine, man hatte den Nachteil, dass man nicht überall meditieren konnte. Und ja, was ich auch nicht so schlimm fand, war eigentlich, dass man beim Tränkebrauen, dass das jeweils, also sobald man was gemacht hat, dass es halt eine Stunde gekostet hat. Das fand ich eigentlich in Ordnung. Wo muss ich denn hier lang? Ich glaube hier lang, ne? Ja. Naja, aber hier ist das halt leider nicht so. Hier kann man halt dann einfach nur die Zeit wirklich richtig stupide abwarten. Das konnte ich ja nun nicht ahnen. Ne? Tja. Oder kann ich jetzt schon hier irgendwas machen? Vielleicht Muscheln suchen oder so irgendwas? Nee, ne? Ist auch nix. Was gibt's hier noch? Kann ich hier rüberlaufen? Oh, da liegt ein Toter. Zimmerische Schaftstiefel, schwere Lederhose. Oh, da ist mal wieder jemand gestorben, ne? Okay. In der anderen Richtung auch irgendwo lang? Das sieht eigentlich nicht so aus. Nee. Nein. Das klappt nicht. Schade. Wirklich schade. Na gut. Wir machen es so. Ich warte jetzt hier mal ab und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es soweit ist. Okay, Leute, während ich mir die Zeit vertrieben habe, bin ich nochmal zurückgelaufen und habe festgestellt, dass man mit so einem Boot zu Ross Schiff kann. Und hier gibt es eine Truhe, die ich ausruhen kann. Da gibt es so einen Jagdhorn. Nehmen wir natürlich mit. Schiefnas. Halt einfach die Klappe! Na gut. Verschwinde! Habt ihr irgendwie ein Problem mit mir? Hm. Braut sich was zusammen? Keine Ahnung. Ja. Ist jetzt aber auch nicht so, dass man da groß was machen kann, ne? Also, war jetzt eigentlich nur schön, dass man diese eine Sache entdeckt hat. Das geht dann mit diesem Boot hier. Hm. Wer weiß, vielleicht können wir damit irgendwas mal anstellen. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wirklich demnächst dann bei den
drei Schwestern wieder. Okay, Leute. Es ist soweit, offenbar. Es wird allmählich Nacht. Es ist relativ nah an Mitternacht dran. Deswegen würde ich sagen, wir nähern uns der Sache hier mal. Wo ist denn Maverick? Ist noch nicht da. Ich kehre nicht ins Lager zurück, ehe wir nicht diese Kreaturen los sind. Ich warte hier auf dich. Wo ist er denn? Maverick? Ist er unsichtbar geworden? Wo ist er? Hä? Wo ist Maverick? Hier nicht. Hä? Was? Ach, da vorne steht er doch, oder? Da ist er ja. Gehen wir. Die Kreaturen warten schon. Ja, gehen wir. Puh, los geht's. Kommst du mit? Hallo? Kommst du mal mit? Bewegt sich gar nicht. Hä? Ja, was soll ich denn jetzt mit ihm machen hier? Ich kehre nicht ins Lager zurück, ehe wir nicht diese Kreaturen los sind. Ja. Ich warte hier auf dich. Warum wartet der jetzt hier auf mich? Was für einen Sinn ergibt das? Gehen wir. Die Kreaturen warten schon. Bewegt er sich jetzt? Nee, ne? Ha, muss ich da nochmal neu laden vielleicht? Ja dann, komm mit. Nee, der bewegt sich hier nicht. Gut, wir gehen jetzt zum Flussufer. Okay, ich bin verwirrt. Es ist doch kurz vor Mitternacht, oder? Moment. Ja. Also noch viel kürzer vor Mitternacht geht ja eigentlich nicht mehr, ne? Oder muss ich jetzt hier einmal meditieren? Aber ich kann ja nur bis Mitternacht meditieren. Ich habe gehört, dass es da manchmal auch irgendwie Probleme gibt, dass die nicht auftauchen. Und dass man dann die Zeit abwarten muss. Das ist natürlich etwas doof, ne? Nö. Jetzt ist Mitternacht und die sind immer noch nicht hier. Doch, jetzt. Da passiert was. Da bist du ja endlich, Bruderherz. Höchste Zeit, dass du büßt. Her mit deiner Seele. Küss doch mal einen Arschgespenst. Ich scheiß mir kein zweites Mal in die Hosen. Der Hexer und ich schicken euch dahin, wo ihr hingehört. Naiver Maverick. Dein ganzes Leben lang lässt du dich für dumm verkaufen. Nicht wahr, Geralt? Wovon redet sie? Ich muss jetzt erstmal was fragen. Die Erscheinungen behaupten, dass du ihr Bruder bist und sie vor 3 Jahren ermordet hast. Stimmt das? Was fällt dir ein? Ich bin Soldat, kein Mörder. Okay. Leugnen ist kein Beweis für Unschuld. Bevor ich mich entscheide, muss ich die Wahrheit wissen. Ich habe noch nie jemanden ermordet. Ich bin Soldat und töte Feinde. Keine Frauen. Okay. Dein Wort steht gegen das böser Geister. Und jetzt hilf mir. Wow. Mehr hat eure Mutter nicht geboren. Hm.
Hilfe. Ah. Wir halten ganz schön was aus, ne? Oh, sehr gut. Ich sehe zwar nichts, aber krasse Geisterschlacht hier. Oh, sehr gut. Die nächste. Ah, anscheinend kann man Geister auch schocken. Das ist sehr gut. Okay. Hoppla. Und das jetzt? Werde ich dir nie vergessen. Du hast mich dafür bezahlt. Ein kleiner Preis für meine Seelenruhe. Ich finde, du schuldest mir eine Erklärung. Sag mir endlich die Wahrheit. Ich wurde direkt an der Grenze geboren. General Vandergrift wusste, dass ich hier jeden Winkel kenne. Deshalb hat er mich zum Anführer der Kundschafter gemacht. In meinem Elternhaus bezogen wir Quartier. Das Haus. Eines Tages war ich etwas länger auf Patrouille. Als ich zurückkehrte, fand ich hinter dem Haus den Vater, wie er die Gräber aushob. Was war geschehen? Ehre war seine fixe Idee. Er sorgte nicht nur für uns, sondern brachte uns auch Anstand bei. Dann kam die edirnische Soldateska und schändete seine Kinder. Das konnte er nicht ertragen. Er gab es nicht zu, doch seine Kleider waren blutig. Wir kämpften. Er fiel von der Klippe. Warum wollten die Geister dann deine Seele haben? Sie mochten wohl keine Vatermörder. Vielleicht. Jetzt zeig den Beweis für dein Heldentum im Lager und stell deine Ehre wieder her. Okay. War's das jetzt? Todeslizenz. Wir sind auf jeden Fall ein Level aufgestiegen. Das ist schon mal gut. Aha. Oh, da kommen mehr Truppen, ne? Verfluchte Biester. Okay. Ach, noch einer. Okay. Ach, noch einer. Na? Komm doch, wenn du dich traust. Den haben wir auch. Oh Mann. Das war jetzt eine interessante Geschichte. Das heißt, es gab nicht nur drei Schwestern, sondern eben auch noch ihn, den Bruder. Oh, sehr gut. Oh, Mist, den hätte ich jetzt erwischen können. Naja, wenn er sich auf den konzentriert hätte. Kleines Muttergehen für Stärke. Hm. Diesen kleinen Muttergehen kann ich eigentlich nicht so viel anfangen. Es wäre schön, wenn man die einfach mal quasi kombinieren könnte zu einem großen. Das wäre doch mal was. So, und jetzt haben wir diese Quest beendet. Wir können den Charakter auf jeden Fall aufwerten. So, nachdem wir uns eine ganze Weile jetzt mit dem Schwertkampf beschäftigt haben, habe ich mir überlegt, gehen wir mal wieder Richtung Magie. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir generell den Zeichenschaden verbessern oder Quen. Quen reflektiert 20% des Schadens, das klingt ziemlich cool. Quen war ja auch schon mal recht nützlich bei uns. Im Kampf. Ja. So, aber das war jetzt wohl die Quest. Ja, das eigentlich keine große Sache. Wir hätten noch die Sache mit dem Zauberer. Und wir haben natürlich noch die Sache mit dem Weg zur Erleuchtung. Ich würde jetzt einfach mal gucken, ob ich da immer noch hin kann, die Uhrzeit. Ob das reicht, sozusagen. Oder ob ich wirklich abends da sein muss. Weil manchmal steht da halt auch Abend und eigentlich meinen sie Mitternacht. Ne? Da bin ich mal gespannt, ob es reicht. Dass ich da kurz vor Mitternacht sein sollte, das war ja auch Quatsch, ne?
Alles hat ja erst geklappt, nachdem ich dann bis Mitternacht mich beschäftigt hatte. Und bis Mitternacht, nennt man's, meditiert hatte. Erst dann sind sie ja aufgetaucht. Das war schon ein bisschen komisch. Naja. Ich weiß gerade nicht so richtig, wo ich langlaufe. Ich habe mich schon wieder verirrt. Ah, hier. Da muss ich lang. Würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt wieder einen Haufen Geister und so sehen. Oder Monster allgemein. So, ich muss gerade überlegen, wie man da nochmal besser hingekommen ist. Ich glaube, indem ich hier lang bin. Oh, da vorne sind schon wieder Moder heute. Ja, Moment mal. Und nicht nur das, auch Leichenfresser. Und die haben mich anscheinend zum Teil auch schon bemerkt. Ihr lernt es wohl nie. Wow. Okay, jetzt aber schnell weg. Holla, die Waldfee. Das war schon mal nicht schlecht, würde ich mal so sagen. Mikrophagen gut schön aufnehmen. Müsste noch das ein oder andere sein. Naja. Laufen wir mal weiter oder kümmern wir uns um die? Ja, ich würde sagen. Wir nehmen die XP mit, würde ich sagen. Das ist natürlich immer das Coole, dass wir jetzt ja auch andere noch mittreffen. Dass wir jetzt ja in der Gruppe auch gut kämpfen. Das ist cool. Das sieht man jetzt schon. Ah! Shit, diesmal hat er mich erwischt hier. Sehr praktisch, muss ich sagen. Ah, schnell weg. Huh. Der ist auch weg. Sehr gut. Ja, so klappt das. So läuft's ganz gut. Da ist noch einer. Na, weg. Ja. So, da bin ich lang, ne? Bin ich hier lang? Nee, hier ging's lang, genau. Ah, das war noch ein. Ups. Ja. Den sind wir los. Ja, ist nicht so, dass es keine Indriagen, keine Moder heute mehr geben würde. Ein paar trifft man halt doch noch. Wie war das jetzt? Ich muss da rechts lang. Scheiße, erstmal wieder Intrigen. Bist du aber. Ach, Mist. Ja, shit. Bist du im Weg? Geralt, Geralt, Geralt. Genau. Sehr gut. Aua! Okay, wo ist die andere? Oh Gott, ey, was für ein Kampf, ey. Puh, wir sollten vielleicht doch auch mal einen Trank nehmen, ne? Ach, das geht jetzt natürlich gerade nicht. Danke, Monster. Da war doch noch was. Hier war was. Auf
jeden Fall. Gut, jetzt nehmen wir einen Trank. Besser später als nie, ne? Ich würde manchmal gerne so ein paar Lieblingstränke festlegen. Oder meinetwegen über eine Schnelltaste sagen, so, jetzt Schwalbe. Das kann man bei The Witcher 1 ja auch machen. Das war nicht verkehrt. Es gab schon einige Sachen, die in The Witcher 1 eigentlich sehr schön gelöst waren, die es hier jetzt halt nicht so gibt. Wo muss ich jetzt eigentlich gerade lang? Ich muss mich eher links halten. Das können wir schon mal festhalten. So. Gehen wir doch mal hier durch, das sieht irgendwie hübsch aus. Oh Gott. Da gab's auf jeden Fall was. So, und hier soll die Sache jetzt sein, ja? Ritual ausführen. Moment mal. Der Medaillon meldet sich. Ich habe auf jeden Fall etwas Heilung bekommen, das ist gut. Komm bei Dämmerung zurück. Ja, das war ja zu befürchten. Okay, also es ist wirklich so... Man muss hier tatsächlich in der Dämmerung diesmal sein. Aber gut, wir können ja jetzt einfach so lange meditieren, bis es soweit ist. Machen wir das doch. Verplempern wir mal den ganzen Tag hier. Zeit abwarten bis zur Abenddämmerung. Sehen wir doch nicht, dass... Hier muss es doch irgendwie jetzt noch einen Ort der Macht geben. Moment. Der war doch eben noch hier. Oder gibt's den nur nachts? Naja. Es ist doch Dämmerung. Ach so. Ach so, ist das immer kurz davor nur? Also ich habe jetzt zwar meditiert, aber es ist quasi noch nicht Dämmerung. Ach, das ist ja bescheuert. Ach, müssen wir uns kurz wohl hier mit der Umwelt beschäftigen. Das ist so eine richtige Wartefolge. Was haben wir denn hier? Urens und Friedensstifter? Was ist das denn? Das ist ein Stahlschwert. Nur mal so ein Vergleich. Oh, das macht sogar mehr Schaden als mein jetziges. Ich habe im Moment ein solides Catwinnisches Schwert und der Friedensstifter ist ein bisschen besser. Und zwar in allem. Und hat außerdem nur noch zwei Verbesserungsplätze. Nehmen wir sofort. Was macht denn eigentlich dieses Jagdhorn? Ach so, das ist nur Gerümpel. Ja, ich weiß nicht, ob sich das jetzt so gelohnt hat. Aber nun gut. Ja, das ist doch schön. Der Friedensstifter. Könnten wir ja verbessern. Vielleicht könnten wir mal eine Rune drauf anwenden. Was haben wir denn so? Bluten plus 8%. Ja, ich meine... Bluten haben wir schon recht gut da drauf. Rune der Sonne macht nur 5% mehr Schaden. Rune des Mondes mehr Zeichenschaden. Einäscherungsresistenz. Rune des Feuers. Ich weiß es halt noch nicht. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Runen man so findet. Deswegen bin ich immer so vorsichtig. Ich will natürlich am Ende einfach das beste Schwert ever haben. Wenn ich dann in den finalen Kampf komme. Was auch immer der für mich bereithält. Dann müssen wir natürlich so gut wie möglich vorbereitet sein. Und da möchte ich dann einfach möglichst ein Schwert haben mit 3 Aufwertungsplätzen, die ich auch alle 3 verwendet habe. Das ist so ein bisschen mein Traum. Und deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig im Moment, damit meine Runen einfach so leichtfertig wegzugeben, sozusagen.
Man fragt sich natürlich schon ein bisschen, warum dieser Schrein ausgerechnet hier ist. Na? Tja, ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt die Zeit abwarten, bis es hier losgeht. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.